Hi, ich bin die Kim und das ist meine Januar-Leseliste. Ich habe mir für das Jahr 2017 eine Goodreads Reading Challenge gesetzt. Ich möchte nämlich 52 Bücher lesen dieses Jahr, also ungefähr eins jede Woche. Zusätzlich möchte ich noch Hörbücher hören, die habe ich aber nicht mit reingezählt, weil ich ja nicht weiß, was das Jahr so bringt, ob ich das wirklich durchhalte mit diesem Buch jede Woche. Von daher ist es ganz gut, nach oben noch so ein bisschen Platz zu lassen. Und deswegen habe ich nur 52 Bücher eingegeben und ich hoffe, dass ich das wirklich schaffe. Für meine Leseliste heißt das, dass ich jeden Monat ungefähr 4 bis 5 Bücher vorstellen werde, je nachdem, wie viele Wochen der Monat hat. Außerdem werden noch ungefähr 1 bis 2 Hörbücher dazukommen jeden Monat. Vorausgesetzt, ich halte mich daran. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Außerdem habe ich mir vorgenommen, immer zu wechseln zwischen einem Erwachsenenbuch und einem Jugendroman. Jugendromane lese ich derzeit hauptsächlich Fantasy, Sci-Fi oder Dystopien, beziehungsweise das sind so die Bücher, die ich auf meiner TBR-Liste in Goodreads habe. Für die Erwachsenenbücher stehe ich mehr auf Thriller, vor allem im Moment alles, was so mit Militär und Spionage zu tun hat, wie zum Beispiel die Bücher von Tom Clancy, die ich auch diesen Monat auf meiner Liste habe. Das erste Buch, das ich diesen Monat auf meiner Liste habe und auch schon fast fertig gelesen habe, ist Tom Clancy's Net Force Intermafia. Also das erste Buch aus der Tom Clancy's Net Force Serie von Steve Perry. Wie gesagt, ich bin schon fast durch. Ich werde natürlich in meinem Lesemonat Januar nochmal genauer darauf eingehen. Jetzt kann ich aber schon sagen, dass es ziemlich verwirrend ist, weil viele Sachen einfach schon... Ja, wie soll ich sagen? Es wurde 1998 geschrieben und spielt 2010. Und viele von den Technologien, die verwenden, gibt es einfach nicht. Und es ist total verwirrend. Also es ist irgendwie so ein bisschen ein Zukunftsroman, aber er spielt jetzt für uns natürlich in der Vergangenheit. Ja, es ist sehr verwirrend, aber wenn man da mal drüber hinweg sieht, ist es bis jetzt ein ganz gutes Buch. Das zweite Buch, das ich lesen möchte, also dann das würde quasi das dritte Buch diesen Monat werden, wäre der zweite Teil von Net Force. Da habe ich aber gerade ein Problem, weil irgendwie, ich habe die Netforce-Bücher auf Englisch, auf Deutsch. Ich lese eigentlich fast alles auf Englisch, aber die Netforce-Bücher habe ich als deutsche E-Books. Und irgendwie scheint da die Reihenfolge anders zu sein als bei den amerikanischen Büchern oder bei den amerikanischen Editionen oder wie auch immer. Irgendwie, also ich bin da total verwirrt. Das Problem ist auch, wenn ich den englischen Titel eingebe, bekomme ich auf Google ganz viele Hits, ja. Wikipedia, Goodreads, Tom Clancy's Webseite, alles Mögliche. Und natürlich kann ich auf Goodreads auch die deutschen Editionen angucken. Und wenn ich danach gehe, ist das Buch, das bei mir als Net Force 2 bezeichnet ist, eigentlich das dritte Buch. Aber wenn ich den deutschen Titel eingebe oder nach einer deutschen Seite über die Net Force Serie komme, finde ich nur eine einzige Website und da ist es eben genauso, wie meine Bücher betitelt sind, dass das zweite Buch eigentlich dem englischen dritten Buch entspricht. Also es ist total komisch, ich weiß auch nicht, ob ihr meine Erklärung jetzt versteht. Auf jeden Fall werden wir einfach sehen. Ich werde euch am Ende des Monats sagen, welches Buch ich genau gelesen habe und welches in der Reihenfolge es war. Ja, lassen wir das Thema einfach. Ich meine, ich kann googeln, ich habe gegoogelt, aber es macht einfach trotzdem keinen Sinn. Deswegen, ja. Dann meine Jugendromane, die ich lesen möchte, ist einmal, was ich diese Woche anfangen möchte, Stalking Jack the Ripper. Es gibt nämlich auf YouTube den Biannual Bibliothon, der jetzt diese Woche gestartet hat und das Gruppenbuch, das gelesen wird, ist Stalking Jack the Ripper bei Carrie Maniscalco. Und ich mache zwar nicht mit bei dem Biannual Bibliothon, aber ich möchte trotzdem dieses Buch lesen. Es ist ein bisschen was anderes, es ist nämlich ein Jugendroman, aber etwas Historisches, was ich bis jetzt im Jugendroman noch nicht gelesen habe. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie ich das so finde, was ich davon halten werde. Ja, ich habe auch schon ganz viel darüber gehört jetzt in den letzten Monaten und bin mal gespannt, ob das so anders rankommt, was ich gehört habe. Das letzte Buch, das ich diesen Monat lesen möchte, gibt es, soweit ich weiß, noch nicht auf Deutsch. Zumindest habe ich auch bei Goodreads keine deutsche Edition gefunden. Das ist Of Fire and Stars bei Audrey Coulthurst. Da geht es irgendwie um eine Prinzessin, die an einen anderen Königshof geschickt wird und soll eigentlich dort den Prinzen heiraten, verliebt sich aber in dessen Schwester. So, also das ist jetzt mal ganz grob der Inhalt von dem Buch. Ich bin gespannt, was daraus wird, ob mir das gefallen wird. Ich bin gespannt auf das Buch. Es hört sich schon super an. Ich habe in letzter Zeit auch echt viel darüber gehört. Wobei es, glaube ich, noch keiner gelesen hat. Es haben alle aus der All Crate Box von Dezember rausbekommen. Deswegen habe ich jetzt noch keine Meinung gehört. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, es zu lesen. Bei Stalking Jack the Ripper geht es übrigens um ein Mädchen, das irgendwie lernt, also
ja, sie ist nicht in der Ausbildung oder so, aber ihr Onkel, glaube ich, ist Pathologe und sie lernt halt von ihm. Und es spielt eben zur Zeit von Jack the Ripper und sie sind irgendwie auch zuständig für Jack the Ripper oder haben von seinen Opfern welche obduziert und sie fängt halt jetzt an, Jack the Ripper zu stalken, mehr oder weniger. Also mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen, ich bin mal gespannt. Die Hörbücher, die ich diesen Monat hören möchte, sind einmal Erbin des Feuers und Königin der Finsternis von Sarah J. Maas. Vielleicht kennt ihr sie eher unter den englischen Titeln Heir of Fire und Queen of Shadows. Das sind jeweils der dritte und der vierte Teil der Throne of Glass-Serie bei Sarah J. Maas. Ich bin bis jetzt total begeistert. Ich fand die ersten zwei schon super, aber der dritte Heir of Fire ist einfach genial. Vielleicht, wenn es so weitergeht, schaffe ich sogar noch den letzten Teil der Serie diesen Monat zu hören. Dann kann ich nächsten Monat direkt anfangen mit dem Sequel. Aber wir werden sehen, wie ich es hinbekomme und ob es mir auch weiterhin so gefällt. Aber bis jetzt muss ich echt sagen, es sind wirklich super die Bücher und ich kann sie jedem nur empfehlen. Und das war es auch schon für mein TBR, für meine Januar-Leseliste. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Mein nächstes Video wird schon in 1 bis 2 Tagen rauskommen, da ich eigentlich geplant habe, meine Videos immer Mittwoch oder Donnerstags hochzuladen, je nachdem, wie ich halt dazu komme. Dieses Video ist aber ziemlich spät, deswegen wird das nächste schon in ein paar Tagen kommen. Wenn es euch gefallen hat, fände ich es wirklich toll, wenn ihr mich auf YouTube abonniert oder mir in meinen Social Medias folgt. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen hoch geben oder einen Kommentar da lassen. Ich werde auch alle Bücher, die ich erwähnt habe, in die Infoleiste mit reinschreiben, einfach damit ihr die direkt sehen könnt. Falls euch was interessiert habt, euch das direkt rauskopieren könnt.